Haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht, wie Sie sich verhalten sollten, wenn jemand Sie in der Öffentlichkeit respektlos behandelt oder eine unangenehme Bemerkung macht, die Sie herabsetzt oder peinlich berührt? Wie können Sie Respekt auch von denen gewinnen, die gewohnheitsmäßig den Wert anderer zu ignorieren scheinen? Wie verdienen Sie sich den Respekt von Menschen, die dazu neigen, andere abzuwerten? In diesem Video werden wir verschiedene Tipps und psychologische Techniken erkunden, die Ihnen helfen werden, solche Situationen effektiv zu bewältigen und sofortigen Respekt von den Menschen um Sie herum zu verdienen. Es ist wichtig, dass Sie dieses Video bis zum Ende ansehen, denn Sie werden genau erfahren, wie Sie sich verhalten sollten, wenn jemand versucht, Sie öffentlich lächerlich zu machen. Lassen Sie uns mit der Analyse der Gründe beginnen, warum Sie sich in einer solchen Situation befinden könnten und verstehen, warum Sie manchmal nicht den Respekt erhalten, den Sie verdienen. Oft ist das Problem nicht mit Gefühlen des Hasses oder der Verachtung Ihnen gegenüber verbunden, sondern eher mit der Gelegenheit, sich hervorzuheben, um nicht zum Ziel solcher Dynamiken zu werden. Es ist entscheidend, dass Sie von Anfang an Respekt für sich selbst etablieren. Aber was bedeutet es genau, sich Respekt zu verdienen? Es geht nicht darum, jemandem Respekt aufzuzwingen, sondern darum zu verhindern, dass jemand sie ausnutzt, um besser dazustehen. Wenn die Situation es erfordert, müssen Sie auch bereit sein, sich von Menschen zu distanzieren, die Sie nicht respektieren, um dieses Extrem zu verhindern. Zu diesem Zweck werden wir einige praktische Tipps für den Umgang mit Situationen teilen, in denen jemand versucht, sie zu verkleinern, sei es im beruflichen, sozialen oder familiären Kontext. Bevor wir fortfahren, laden wir Sie ein, unsere Arbeit zu unterstützen. Liken Sie dieses Video und abonnieren Sie den Kanal Perlen der Weisheit, falls Sie dies noch nicht getan haben. Jetzt, ohne weitere Verzögerung, kommen wir zum ersten Tipp. Erster Tipp: Der erste Eindruck ist äußerst wichtig. Wenn Sie jemanden treffen, stehen Sie auf, um ihm die Hand zu schütteln, bleiben Sie nicht sitzen und achten Sie darauf, den Augenkontakt zu halten. Wenn Sie sitzen bleiben, während Sie jemanden begrüßen, setzen Sie sich automatisch in eine Nachteilposition mit der anderen Person, die auf Sie herabschaut und eine Wahrnehmung von Unterwerfung erzeugt. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, während der Begrüßung oder Vorstellung die Hand der anderen Person anzuschauen. Wenn Sie deren Hand anstatt deren Gesicht und Augen anschauen, neigt sich Ihr Kopf leicht nach unten und verstärkt weiter die Idee der Unterwerfung. Daher sollten Sie, wann immer sich jemand nähert, um Sie zu begrüßen, aufstehen und ihm in die Augen schauen, während Sie die Hände schütteln. Zweiter Tipp: Wenn Sie jemand während eines Gesprächs in der Öffentlichkeit unterbricht, ist das Beste, was Sie tun können, dieser Person einen festen und entschlossenen Blick zu geben. Diese einfache Geste wird eine starke Botschaft vermitteln und dem Sprecher klarmachen, dass er einen Fehler gemacht hat. An diesem Punkt können Sie höflich darum bitten, weiterzusprechen, indem Sie Phrasen verwenden wie »Darf ich fortfahren?« oder »Kann ich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe?« Dieser Ansatz wird dem Sprecher deutlich machen, dass sein Verhalten respektlos war und dass Sie es nicht tolerieren, ohne Grund unterbrochen zu werden. Oft ist dieser einfache Missbilligungsblick ausreichend, um die Person davon abzuhalten, sie weiter zu unterbrechen. Diese Strategie funktioniert sehr gut in öffentlichen Kontexten und oft ist es nicht einmal notwendig, der Person drohend zu starren. Ein ruhiger Augenkontakt genügt und der Sprecher wird verstehen, dass es Zeit ist, anzuhalten. Dritter Tipp: Wenn jemand versucht, Sie mit einem Witz in einer Gruppe von Freunden zu demütigen, wenden Sie diese Strategie an. Reagieren Sie zunächst nicht sofort. Tun Sie so, als hätten Sie den Witz nicht gehört oder verstanden, und schauen Sie dann ruhig die Person an, die ihn gemacht hat, und bitten Sie sie, ihn zu wiederholen. Sie können etwas sagen wie: »Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Könnten Sie das wiederholen?« Dieses Verhalten zeigt deutlich, dass der Witz Sie überhaupt nicht berührt hat
und bringt die Person, die ihn gemacht hat, in eine schwierige Lage, da sie gezwungen ist, ihn zu wiederholen. Das Wiederholen eines Witzes verringert jedoch seine Wirkung, besonders in einem solchen Kontext. Auf diese Weise vermeiden sie nicht nur, sich unwohl zu fühlen, sondern drehen die Situation zu ihren Gunsten um, sodass die andere Person sich peinlich berührt fühlt. Ein Witz zum zweiten Mal hat selten den gleichen komischen Effekt wie beim ersten Mal. Vierter Tipp: Wenn jemand versucht, Sie zu provozieren oder wütend zu machen, können Sie eine sehr wirksame psychologische Technik verwenden. Stellen Sie eine Frage oder machen Sie einen Kommentar, der völlig aus dem Kontext gerissen ist, etwas, das nichts mit dem aktuellen Gespräch zu tun hat. Sie könnten zum Beispiel sagen: Kennen Sie einen guten Ort in der Nähe, um einen Kaffee zu bekommen? Oder: Ich glaube, ich habe heute zu viel Parfum aufgetragen. Das Wichtigste ist, dass Sie es natürlich erscheinen lassen, sodass die andere Person nicht vermutet, dass Sie es absichtlich tun. Diese Technik unterbricht den Fluss der Provokation und zwingt den Sprecher, den Faden seines Versuchs, Sie in Schwierigkeiten zu bringen, zu verlieren. Fünfter Tipp: Wie wir zu Beginn sagten, sind die Menschen nicht verpflichtet, Ihnen Respekt zu zollen. Aber gleichzeitig sind sie nicht verpflichtet, Respektlosigkeit zu tolerieren. Wenn sie erkennen, dass jemand nicht bereit ist, ihnen den Respekt zu geben, den sie verdienen, dann ist es an der Zeit, sich zurückzuziehen. Sich zurückzuziehen bedeutet nicht Niederlage, sondern zeigt, dass sie es vorziehen, eine geschätzte Abwesenheit zu sein, anstatt eine entwertete Präsenz. Nun möchten wir wissen: Haben Sie sich jemals in einer dieser Situationen befunden? Wie haben Sie reagiert? Hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihrer Erfahrung und teilen Sie uns Ihre Meinungen zu diesem Thema mit. Wir sehen uns im nächsten Video.